Hi Freunde, Mottmann hier. Wird es ein neues Server-Transfer-Token geben? Was mit den Spielern, die jetzt auf einem leeren Server getranzt sind, obwohl sie das eigentlich gar nicht berücksichtigt hatten, beziehungsweise das gar nicht wollten und der Server nach ihrem Trans leer geworden ist? Es gibt einige Fragen und das Forum wird dauerhaft geflutet zum Thema: Hey, ich bin jetzt auf einem leeren Server, ich kann nicht mehr wechseln, könnt ihr mir noch ein Token geben? Und endlich gibt es mal ein Update von New World selber, von dem Community Manager Tosh. Er weist hier nochmal oder erklärt uns nochmal, dass am 20. Oktober 2021 Server-Transfer-Tokens einmalig kostenlos für bereits bestehende Charakter zur Verfügung gestellt wurden. Auch für Charakter, die neu erstellt werden auf anderen Servern, sollte dieser Token zur Verfügung stehen, sodass man sich im Anschluss dass man sich aussuchen konnte, ob man auf seinem Server, wo man angefangen hat, am Ende bleibt oder ob man wechseln kann. Das ganze Projekt wurde zum 22. November eingestellt und es werden nur noch Server-Transfer-Tokens auf den Charakteren behalten, die schon welche hatten bis zum 22. Also neu erstellte Charakter bzw. neu erstellte Accounts mit neuen Charakter bekommen seit dem 22. November kein Token mehr. Er weist aber hier nochmal darauf hin, zukünftig werden alle möglichen Neuausgaben von Server-Transfern nur an Spieler, Spielerinnen mit den zu diesem Zeitpunkt aktiven Accounts vergeben. Also, was ich gerade gesagt habe, das wird an den aktiven Accounts bzw. den neuen erstellten Account wird keins mehr vergeben und wir werden dies genau überwachen, um sicherzustellen, dass die Tokens auch wirklich für etablierte Charakter verwendet werden. Also auch nochmal nur Charakter, die quasi seitdem bzw. bis zum 22. erstellt wurden, verwendet werden, sodass es keinen Spielraum gibt, um irgendwie auf einem billigen Server alles einzukaufen, zu einem teuren zu transen und da eine Menge Gold zu machen, das dann am Ende wieder verkauft wird und und. Also da gab es ja auch Fälle von Bots oder Bothändlern, die das ganze Thema deutlich ausgenutzt haben. Aber das Wichtigste für uns, wir wissen, dass es viele Diskussionen über zukünftige Server-Transfers und Weltenzusammenlegungen gibt. Derzeit diskutiert das Team noch darüber, wie diese funktionieren werden. Und sobald dies feststeht, werden wir euch im Bereich offizielle Neuigkeiten hier im Forum darüber informieren. Also die Kernaussage von den Entwicklern ist, sie haben im Blick, dass immer mehr Spieler unzufrieden sind, dass die Server leer sind. Und sie sind aktuell am Schauen, wie sie mit dem Thema umgehen können. Wird es nochmal ein Server-Transfer-Token geben? Wird es Server-Merges geben? Oder wie auch immer. Die Entwickler sind gerade dabei, beziehungsweise sitzen zusammen, sind dran und fällen eine Entscheidung, die dann im offiziellen Neuigkeitenbereich, den werde ich euch in der Beschreibung unten verlinken, zur Verfügung gestellt wird. Also, macht euch keinen Kopf. Ich denke, es kann sich nur noch um wenige Tage bzw. Wochen handeln, wo wir ein Update zu Server-Merges oder weiteren Transfer-Token bekommen. Und seid auf jeden Fall gewappnet, wie es sich in der Welt von New World weiter verhält. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen oder gebt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren und lasst doch gerne ein Abo auf meinem Kanal da. Guckt gerne auch auf Twitch vorbei. Heute zum Beispiel dienstags und donnerstags bin ich live ab 18 Uhr. Kommt gerne rein, an anderen Tagen auch spontan. Lasst schon mal ein Follow da und verpasst es nicht. Und ja, wir sehen uns dann in meinem Stream bzw. im nächsten Video. Bis dahin, euer Mottenmann.